So, in dem heutigen Video kümmern wir uns darum, wie ihr die Verbindung Etermin und Zephdesk effektiv nutzen könnt. Dazu melden wir uns in unserem Etermin-Account erstmal an. Im Prinzip leiten wir ja über eine Werbung von Facebook auf unsere Etermin-Buchungsseite. Entweder ist diese Buchungsseite ein reines Standalone-Tool von Etermin, so wie es jetzt hier wäre, oder wir leiten sie auf unsere Website und dort ist diese Buchungsseite eingebunden, wie in dem entsprechenden Video hier im Online-Kurs dargestellt. Wenn jetzt also eine Leistung gebucht wird, wie jetzt zum Beispiel hier, ich nehme jetzt mal Frau, Testperson, Testnachname, machen mal keine Terminerinnerung und würden jetzt den Termin buchen, dann sollte diese Person schon als Kontakt ins Zephdesk angelegt werden. Das heißt, wenn es dann zum einen Angebot kommt oder sogar zu einem Auftrag oder zur Rechnung kommt, dann kann ich in Zephdesk schon direkt diese Person auswählen, weil sie schon existiert. Ich muss also nicht alles nochmal eintippen, sondern habe die Person schon als Kontakt hinterlegt. Wir gehen dazu, um das jetzt einzurichten, wieder zu Etermin zurück, zu API-Schnittstellen und Integrationen. Dort seht ihr dann Zephdesk als Buchhaltungstool eingegeben. Auch LexOffice ist als Buchhaltungstool hier angegeben. Wir klicken hier mal bei Zephdesk auf Einstellungen und gehen dann auf Schnittstelle aktivieren. Jetzt möchte er natürlich so ein API-Token haben und anschließend müssen wir noch einen Benutzer angeben. Das heißt, wir gehen jetzt zu Zephdesk, gehen in unser Backend, klicken dann links auf Einstellungen, Benutzer und wählen dann den Administrator aus. Hier seht ihr schon, hier könnt ihr euren Benutzer bearbeiten und seht unten bei API-Token einmal einblenden, dann müsst ihr nochmal euer Passwort eingeben und anschließend seht ihr euer API-Token. Diesen API-Token kopiert ihr und fügt ihn dann hier ein. Wenn ihr das gemacht habt, klickt ihr auf Benutzer anzeigen und schon wird normalerweise der richtige Administrator-Benutzer angezeigt. Änderungen speichern und sofort wird diese Schnittstelle grün hinterlegt. Was bringt uns diese Schnittstelle? Naja, der Kunde wird hinterlegt mit Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse und Adresse, aber auch die Leistung und der Preis wird schon hinterlegt und zwar in Zephdesk direkt. Wenn ich jetzt hier bei der Buchungsseite auf Absenden klicke, Termin buchen, habe ich einmal den Termin gebucht, eine beliebige Leistung für 60 Minuten und muss dann in E-Termin, kann ich dann schauen, habe ich hier einen Kontakt, da wurde ich schon als Kontakt hinterlegt und jetzt wurde dieser Kontakt nach Zephdesk übertragen. Das schauen wir uns an, wir gehen in Zephdesk, machen dann einmal einen kurzen Refresh, gehen in Kontakte und siehe da, Testperson, Testnachname, Testort 1, 2, 3, 4, 5, 6 ist hier schon hinterlegt mit allen Daten, die ich hier habe. Wenn ich also jetzt ein Angebot erzeuge, dann klicke ich hier auf Angebot erstellen und weiß, das Angebot ist für Testperson, dann ist der schon hinterlegt mit der Kundennummer und ich muss ihn nur noch auswählen und kann schon loslegen. Und so nutzt man die Schnittstelle von Etermin zu Zephdesk effektiv. Das bedeutet, wir haben uns jetzt einen Funnel eingerichtet, der über eine Online-Werbung für viel weniger Geld als andere Werbeplattformen wie zum Beispiel Printwerbung oder Zeitungswerbung die Personen entweder auf Etermin als Standalone-Terminvereinbarungsseite bringt oder auf unsere Website, in dem Etermin eingebunden ist. Die Personen, die dann über diese Werbeplattform oder über diese Werbung auf die Seite kommen, buchen ihren Termin und anschließend sind sie schon in unserem Buchhaltungstool als Person hinterlegt. Eine größere Effizienz gibt es eigentlich nicht. So, und jetzt vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, dann schreibt mir eine Mail oder lasst es mich wissen.